Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, die Waffenkammer kann nun gebaut werden. Mit Hilfe der Waffenkammer kannst du schnell zwischen gespeicherten Bewaffnungssätzen aus Ausrüstungsstücken und Fähigkeiten wechseln. Um die Waffenkammer zu bauen, benötigst du ausländische Güter, die du bei Flussraubzügen erhältst. Aha. Jo. Das bringt mir aber nichts. Wir sind hier nämlich hier wo sind wir hier eigentlich? Muspels? Nee, wie heißt das hier? Zwartalfalfsheim. Meine Güte. Kämpfen aber gegen die Muspelsheimer, ne? Gegen die Riesen. Es ist sicherlich eine gute Idee, aber es ist ein wenig spät. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß ja nicht, wo ich den Punkt gerade gekriegt habe. Hier könnten wir noch Zeugs hier beim Schmied holen. Gut, gucken wir mal. Ich habe hier so ein bisschen, was ihr macht, ihr habt hier, ja, wie ihr hier seht, hier ein bisschen Reichtum noch geholt. Ich glaube, Raubzüge gemacht. Eventuell, weiß ich jetzt gar nicht. So, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen hier für, was haben wir denn hier überhaupt für Aufgaben? Warte mal, wir gucken mal bei Quest. Die in Svartalfheim verstreuten Heldensage erzählen die epischen Missgeschicke des Zwerges Gefelesi. Diese auf ihre eigene Art bezaubernden Werke haben Harvey auch neue Ideen für Prahlereien auf dem Valkyria-Kampfplatz. Finde sie alle, um die gesamte Auswahl von Prahlereien freizustalten. Sprich mit Kara der Valkyria. Wir sind aber jetzt hier gerade beim Malweg, den wir töten sollen. Wir hatten in der letzten Folge Teil 1 gehabt. Guck mal, hier ist das andere. Was ist das hier? Aufwachen, okay. Will ich ja noch ja nicht. So, Freunde der Sonne, da wir können hier hinreisen. Das werden wir auch gleich mal tun. Das werden wir auch gleich mal tun. Alter, das ist heute windig draußen. Heute ist der 28. Mai. Heute ist ein Samstag. Also Samstag nach Herrentag. Und irgendwie seit Herrentag ist irgendwie so... Na, Herrentag, Christi Himmelfahrt. Oh, was haben wir denn hier? Komme ich hier runter? Nee, wa? Wo komme ich denn hier überhaupt runter? Kann ich hier irgendwo runter? Ist das da unten ein Dings? Irgendwo ist was, aber ich sehe es nicht. Ach, hier, der Tümpel hier. Okay. Das sah auf den ersten Blick nicht nach irgendwie aus, dass wir da, naja, reinhüpfen dürfen können. Und so nass, wie wir jetzt sind, renn in die Scheiße hier. Boah. Boah, da friert's mir gleich. Ich musste heute eine lange Hose anziehen. Ich hatte erst überlegt, ihr habt irgendeine Runde spazieren hier, aber das war so windig gewesen und es sah immer die ganze Zeit irgendwie nach Regen aus. Und du denkst ja die ganze Zeit dann so, Das Schlimme ist, es hat heute noch nicht einmal geregnet. Was ist denn jetzt so da? Irgendwelche Viechers. Haut ab, Mensch, lass mir Ruhe. Und das Schlimme ist, es hat heute noch nicht geregnet. Oh, können wir hier langgelaufen hier drüber? Das Eis. Ist hier ein neuer Hafen irgendwie? Ich habe noch ein... zwei Folgen halt jetzt noch. Und dachte, ich nehme den mal auf. Diese scharfe Landschaft erinnert mich daran, wie ich einst die Lande mit Freik durchstreifte. Die kühlen Nächte gemeinsam unter den Sternen. Sie genoss die Einsamkeit so sehr wie ich. Und Wagnis und Gefahr sogar noch mehr. Und dann kam der Krieg mit den Vanir.
dass ich Freya zur Frau nahm, half, die Kämpfe zu beenden. Doch es beendete auch viele andere Dinge. Ich finde das schon cool. Privat zocke ich zurzeit Horizon Zero Dawn. Das ist auch so ein geiles Spiel und es sieht so fantastisch aus, ja. Auf der PlayStation 4 Pro. Ich habe ja noch eine Standard. Aber es soll wohl nicht... Also, man munkelt, dass die PlayStation 5 Pro schon nächstes Jahr kommen soll. Da sind wir doch mal gespannt, ne? Ob es so wird oder nicht. Oh, Stimme, Hilfe! Junge, er war verschluckt hier irgendwie oder so. Wir müssen auf jeden Fall da rein. So viel steht schon mal Welche fest. Welche List ist das? List? Da ist der Damm. Aber dieser Sturm ist unnatürlich. Verstärkung aus Jütunheim. Und so wurden die Verräter verraten. Oh nee. Sie hofften, wenn sie dich ans Messer liefern, würde ich Gnade walten lassen. Offensichtlich eine Fehleinschätzung. Und doch bin ich hier. Ausgeliefert. Wenn ich deinetwegen hier wäre, hätte ich ein Heer mitgebracht. Nein, Suttung wird seine Rache bekommen. Aber nicht hier. Ich weiß, warum du hier bist. Wir haben eine Rechnung zu begleichen. Nach dem, was du meinem Sohn Vida angetan hast, muss ich... Vida lieferte einen ehrenvollen Kampf. Ich hörte anderes. Glaub nicht alles, was du hörst. Bei seiner Rückkehr war er zu schwach, um zu stehen und wand sich wie ein Wurm in der Sonne. Du hättest mich sehen sollen. Mein Gefolge musste mich nach Hause tragen. Nein, dein Junge kämpfte gut. Hast du deshalb sein Leben verschont? In der Tat. Aber du bist nicht hier, um Vidas Ehre wiederherzustellen. Du willst meinen Huger stehlen. Und ich habe vor, das zu verhindern. Woher weißt du das? Aesir, Jötun, Loki und du. Ihr seid beide des Wahnsinns. Hyrokin ist auch nicht besser. Und Thor ist so dumm, er könnte genauso gut schwachsinnig sein. Ihr verbreitet Unheil, wohin ihr auch geht. Und doch wissen wir wenigstens, woran wir bei euch sind. Bei Sort jedoch nicht. Ihr verlässt Muspelheim nur selten. Und wenn er es tut, teilt er uns wenig mit. Deswegen habe ich meine Spitzel entsandt, um herauszufinden, was er plant. Außer die Zwerge auszulöschen, wie er es schon mit den Alben Alfheims tat. Was weißt du über seine Pläne? Ich weiß, dass er ein mächtiges Albenrelikt gefunden hat. Und dass sein Scherge Kaldar den Auftrag erhielt, Hugir zu finden, um ihm Kraft zu geben. Dieser Kaldar ist nun in diesem Relikt gefangen. Und du willst, dass ich ihm folge. Ich muss den Hugakehr gegen meinen Sohn eintauschen. Du? Der Suttung fast für sein Met tötete. Wirst ein legendäres Relikt übergeben, deinen Sohn nehmen und gehen? Einfach so? Lass deinen Wahn ruhen, Havi. Arbeite mit mir zusammen. Dann können wir Sords Gier ein Ende setzen. Das Wagnis kann ich nicht eingehen. Mit jedem Atemzug kommt Balder dem Tod näher. Auch ich war einst Mutter.
Doch wir müssen uns zurücknehmen. Zum Wohl aller. Wir haben lange genug gesprochen. So sei es. Hey! Das Weltkontor! Ich rufe Hilfe! Komm! Verdamme mich zu einem Schicksal schlimmer als der Tod! Oder stirb bei dem Versuch! Mensch, nur lass mich doch da. Komm nicht weg! Wo ist denn hier? Wo ist denn hier springen? Hilfe! Ich bin hier noch nicht drin! Oh, fuck. Ich bin noch nie drinne hier. Scheiße, ich hab grad vergessen, wie man hier springt. Das war schlampig, Harvey! Bleib bei der Sache! Dies ist ein Kampf bis zum Tod, kein Ehezwist! Mist, ich bin noch nicht so weit. Ich hab keine Kraft mehr, Ecke. Lass mich doch mal Luft holen. Wieder versucht etwas Ähnliches, als er gegen mich kämpfte. Das hat er wohl von dir gelernt. Die sind ja schön nervig. Heidi, jetzt blechle. Was ist denn das hier? Eine neue Kraft? Du bist der größere Krieger. Und doch sollte es nicht so enden. Nun tu, wozu du herkommst. Nun mach schon, Blinder! Beende mein Leiden! Ich kann das schon machen. Oh, Ymir, wahrer Allvater. Mein Körper kommt zu dir. Gesandt von dem Betrüger, der schon den deinen fällte. Was mein Huga angeht, weine nicht um mich. Das habe ich nicht verdient. Nein, das hast du nicht. Meine Güte, das ging aber auch mit ihm mal los. Junge. Malvik hatte recht. Ich muss mehr über den Hugake herausfinden. Vielleicht von Hyrokin. Aber ich habe sie seit meiner Ankunft in Svartalfheim noch nicht gesehen. Dann bleibt nur Ivaldi. Ich muss ihn aufsuchen. Wo war das noch gleich? Die verfallene alte Werkstatt in Wangerin? Ja, das ist es. Was ist denn das für ein... Was hab ich denn jetzt gedrückt? Wollte das hier drücken? Was ist denn das für ein Tor eigentlich? Da können wir nicht durch, oder? Das zieht uns einfach bloß rein. So, wir müssen da hin. Was stand da? Triff dich mit Ivaldi? Junge, ich war überhaupt noch ja nicht bereit. Ey, wenn man nicht vorher, ja, bevor man hier loslegt, überhaupt irgendwie mal was ausprobiert, wie man hier kämpfen muss, was man hier machen muss, ja, dann bist du so schnell... Vor allem, du drückst hier irgendwelche Tasten, kriegst aber immer auf den Maul und denkst immer, dass die Taste, die du da drücken sollst, ja nicht mit bei war. Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass, sag ich dir, du. So, ich würde aber auf jeden Fall jetzt
das hier nochmal hinpacken, weil da gibt Aufgaben. Dafür muss ich hier auf diese komischen schwebenden Dinger da fliegen. Da gibt es Sachen dort drauf. Wer macht denn sowas? Das ist die alte Werkstatt, von der Evil die gesprochen hat. Ich sollte nachsehen, ob er schon da ist. Oh, wo ist eine ordentliche Säge, wenn man sie braucht? Mies. Richtig mies. Etwas gefunden, das deiner Fähigkeiten würdig ist? Die werden reichen müssen. Schon bald wirst du sie einsetzen können. Bei Ymir ist das ein Hugakehr? Ich wusste gar nicht, dass es sie wirklich gibt. Ich kenne alle Sagas deines Volkes, doch hörte ich nie Ich sprach nicht von meinem Volk. Du meinst die Lichtalben? Es gibt nicht viele, die sich an die Kinder des Lichts oder ihre Geschichten erinnern. Ich schon. Als Surt in ihre Lande einfiel, baten sie mich um Hilfe. Aber der Krieg mit den Vanir hatte gerade erst geendet und ich war müde. Viel später erfuhr ich, wie Surt das unsterbliche Licht der Alben verschlungen hatte. Huga um Huga. Womöglich ist es genau dieses Licht, das es ihm nun erlaubt, dem Tod zu trotzen. Und während der Eroberung muss er das Wissen über die Hugakeh entdeckt haben. Aber was bezweckt er? Welche Hugier trägt er in sich? Die zweier Kriegsfürsten. Ein Feuerriese und ein Jötun. Nichts weiter? Nein, zumindest nichts von Wert. Er spricht die Wahrheit. Du gibst dich mit einem Feuergeist ab? Einem Feuergeist? Ich bin der heißeste Feuergeist in ganz Svartalfaheim. Lass mich dir Aesir vorstellen. Tochter des Sod, den sie verraten hat, und eine Freundin von mir. Auf deine alten Tage wirst du ganz rührselig. Was hast du herausgefunden? Nur Gerüchte. Mein Vater baut etwas Großes und Mächtiges wieder auf. Doch was genau es ist, weiß ich nicht. Und der Hugakeh soll Teil von diesem Etwas werden. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er meinem Vater so viel wert, dass er tatsächlich deinen Sohn dafür eintauschen könnte. Kehre zu deiner Stiefmutter zurück. Bereite den Austausch vor. Und noch etwas. Ich würde mich besser fühlen, wenn du geschützt bist. Sinmara reist überall herum. Aber ich werde mich ihr wie gewünscht wieder anschließen. Was der Hugakeh auch ist, ich muss ihn zurückstehlen, sobald Balder gerettet ist. Warum? Ragnarök kommt. Ich habe meine Pläne, aber die sind nicht vollkommen. Vielleicht bietet der Hugakeh einen anderen Ausweg. Einen, mit dem ich jene, die mir wichtig sind, retten kann. Sogar dich. Um seine Geheimnisse zu entschlüsseln, brauche ich Hilfe. Gerüchten zufolge ist in der Nähe eine Zuflucht. Vielleicht kann man mir dort helfen. Ich kenne den Ort. Heimat der am schlechtesten gelaunten Hohlköpfe. Sag ihnen, dass ich dich schicke. Kein Zwerg lässt sich die Gelegenheit entgehen, mit Ivadi zu arbeiten. Wangrin war einst die Heimat deiner Rivalen, Sindri und Brock. Dein Name gilt dort vielleicht nicht so viel, wie du glaubst. Dass ich nicht lache. Die beiden sind ohne Belang. Ich folge dir, sobald ich eingesammelt habe, was ich brauche. Sindri und Brock, die beiden kennen wir ja aus God of War. So, gehe zur Flucht. Können wir gleich mal machen, weil wir haben ja schon alles abgeschlossen. Das geht hier alles ratzifatzi. God of War, ich freue mich so auf den nächsten Teil.
So. Warum bist du hier? Bitte in der Zuflucht um Hilfe. Wie kann ein Haufen... Du bist zurück! Ja! Ach so, kriegen wir jetzt hier nicht mal... Warte mal, kann ich hier noch irgendwie was... Ja, wir können hier dann mal... Ne, was habe ich denn jetzt wieder gedrückt? Leder könnte man auch noch hier brauchen. Dass da die Mahlzeiten sind voll. Naja, da brauche ich jetzt eigentlich nicht hier Jagdpfeil oder so. Ich wollte mal die Ruden hier. Es müsste eine Truhe geben, wo man die Scheiße alles unterbringen kann. Die ganzen Fische hier. Was zeigen hier eigentlich für Fische noch? Nichts, was ich brauche. Naja, das, verschiedenes. Nee, lass mal. Los, kauf noch etwas anderes. Auf Wiedersehen. Asgard hat uns im Stich gelassen. Nein, wir sind ihre engsten Verbündeten. Die lassen uns nicht im Stich. Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit zum Plaudern? Bezaubernd. Du gehörst hier nicht her. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich schätze es nicht, wenn ich unterbrochen werde. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Okay, mit wem sollen wir denn hier quatschen, sag mal? Ist dich jemand gekommen? Kann ich hier jetzt eigentlich irgendwas inventarmäßig noch aufrüsten hier? Habe ich jetzt hier irgendwie was? Nee, wa? Hier fehlt mir immer noch irgendwas. Aber was fehlt mir hier noch? Da ist immer noch nicht genug Titan. Wie viel Titan haben wir denn? Wir haben 5. Hier 23 Titan. Hier 30 Titan. Alter. Na klar. Mit wem sollen wir denn jetzt hier reden? Der redet nicht mit uns. Du gehörst hier nicht her. Auf ein Wort, mein Freund. Ivaldir bittet eure Hilfe. Geht mich nichts an. Red mit Ögmund. Ist er der Meister dieser Werkstatt? Meister? Nein, aber er ist der Chef, wenn die Meister nicht da sind. Asgard hat uns im Stich gelassen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit zum Plaudern? Ich schätze es nicht, wenn ich unterbrochen werde. Ja, wer bist du denn? Muss ja nicht mal was sagen? Seid gegrüßt. Ich bringe Kunde von Ivaldi. Was kümmert es mich? Sprich mit dem Vorarbeiter. Dem Vorarbeiter? Ja, dem Chef. Ögmund heißt er. Ich sollte noch einmal mit Ögmund reden. Asgard hat uns im Stich gelassen. Nein, wir sind ihre engsten Verbündeten. Die lassen uns nicht im Stich. Was willst du denn? Ivaldi schickt mich. Er braucht die Hilfe fähiger Hände. Ein Wissensaustausch, was? Tja, das hab nicht ich zu entscheiden. Sprich besser mit Brock oder Sindri. Die leben noch? Wo sind sie? Keine Ahnung. Sindri ist zu Abenteuern aufgebrochen. Das ist sein Ding. Allerdings ist er schon eine Weile weg. Was heißt eine Weile? Ein paar Wochen. Und seine Abwesenheit sorgt dich nicht? Es ist nicht meine Sache, wohin er geht. Und Brock?
Der ging Sindri suchen, ist ein ziemlicher Schwarzseher, seit er beim Schmieden von Mjölnir Mist gebaut hat. Na egal, sag mir einfach deinen Namen und ich sage Brock Bescheid, wenn er wiederkommt. Sag ihm, der Herr Asgards war hier. Der Herr bei Ymir. Bist du es wirklich? Ich kehre heute Abend zurück. Hole du derweil Ivaldi. Er ist in den Überresten der alten Werkstatt. So, was sollen wir jetzt machen? Warten oder was? Triff dich nachts mit Brock. Irgendwo oder hier? Ich sehe keine Aufgabe. Deswegen. Willst du helfen? Wir werden erstmal meditieren. Du bist stets willkommen. Oh, ich muss mir mal anders hinsetzen. Von all unseren Feinden ist es Sinmara die bösartigste. Ich erinnere mich daran, als sie und Sord erbitterten Widersacher waren. Sie führten einen Putsch aus und nahmen sich fast seine Krone und dann verkündete sie ihre Heirat. Ich weiß nicht, welches Abkommen getroffen wurde, aber wir müssen uns stets vor ihren Ränken in Acht nehmen. Odin zu seinem jugendlichen Balder. Zu einem. Ich kenne dich, ganz sicher. Dreimal hat sie mich gestochen. Dreimal. In die Hand, den Hals und dann ins Auge. Ein wahrer Meister erduldet solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Diese Bremse war so groß wie ein Eichhörnchen. Ein großes. Ein Troll könnte mir die Gliedmaßen ausreißen und doch würden meine Hände die Arbeit allein beenden. Das ist Hingabe. Das ist Leidenschaft. Das ist... Viel Scheiße. Meister Brock, ich bin froh, dass du es nach Hause geschafft hast. Und dein Bruder? Konntest du ihn finden? Stimmt. Du hast nie gesagt, wo er steckt. Ich glaube, Sindri ging auf Abenteuerreise. Abenteuer? Nein, ganz und gar nicht. Er sucht einen besonderen Met. Er sagte, er verschmachtet sich danach. Einen Met? Ja, einen besonderen Met. Suttungs besonderen Met? Was hat der Eisarsch damit zu tun? Wir sind hier nicht in Jötunheim, falls du es nicht bemerkt hast. Es gibt einen Met, den sie unten in der Brauerei herstellen. So süß, dass er... er ist einfach scheiß süß, klar? Jedenfalls hatte Sindri da irgendwie Lust drauf. Nur ein Horn oder zwei, sagte er. Und weg war er. Das war vor einem halben Monat. Ich riet ihm davon ab. So viele Riesen unterwegs. Aber er wollte nicht hören. Er immer mit seinem Heißhunger. Wo finde ich diese Brauerei? Östorp, südöstlich von hier, jenseits des Sumpfes. Kaum zu verfehlen. Gehst du ihn retten? Ich finde ihn, ja. Und danach werdet ihr es mir vergelten, indem ihr Ivaldi bei einer Aufgabe helft, die ich ihm gestellt habe. Augenblick mal, wir haben nicht... Gut, also abgemacht. Wegen dieser Bremse, das war Loki. Selbst Thor hätte seinem Stich nicht standgehalten. So, wo müssen wir hin? Wir müssen eben mal hier raus und dann hier drüben rennen. Okay, Freunde der Sonne, ich mache aber an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Und Brock, seine Stimme war höher als aus God of War, aber im Prinzip war dieselbe Grantigkeit, sag ich mal, die auch bei God of War war. Ich hätte besser gefunden, wenn dieselben Synchronsprecher da auch mit die beachtet hätten. Das wäre cool gewesen. Wenn die da auch da gesprochen hätten. Naja, mal gucken. Sindri war ja eher so diese bloß nichts anfassen. Ich bin gespannt, wie sie ihn hier darstellen.
Finde ich cool. Gut, Freunde. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.